Wir gehen rüber zu Satter Hugo. Wir gehen rein in die Bücher. Let's go. What is going on? What is going on inside their head? Oh, moin Philipp. Moin. Huch. Das Pferdchen, ne? Ja, Bruder, ich hatte hier gerade... Unangenehm. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Er ist live, Bro. So ein Nerd und ist komplett am Hängen, Digga. Hä, das sieht ja aus wie ich. Hä, Digga, das bin doch ich, oder? Hä? Was ist es hier? Kein Unterschied. Warum soll ich das sagen? Ich lese das immer im Chat und ich verstehe nicht, was damit gemeint ist. Also jetzt mal Retalk, was meint ihr damit? Sing. Sagt Ronaldo und warum? Eine Freundin von mir heißt so, deswegen bin ich mal voll verwirrt. Dann fahr ich kurz zur Apotheke rum mit meinen Augentropfen. Ich komm gleich wieder. Und jetzt einmal kurz Augentropfen reingemacht, wie in den alten Zeiten als Kiffer, Digga. Und direkt abgespritzt. Ja, ich kann nicht mehr abspritzen, Digga, man kennt ihn. Ich kann einfach nicht abspritzen, da kommt nichts raus, Digga. Hab ich schon leer gemacht. Vielleicht einen Deckel abnehmen, Monte? Da kommt einfach nichts raus. Hä? Was ist das denn für ein Betrug, Digga? Hä? Lost ist gefaked. Lost ist gefaked. Hat die mir Luft verkauft? Hä? Ach, die Kappe ist drauf. Ach, scheiß drauf, Digga. Alles warm noch. Ich habe auch so einen Wärmegürtel. Ein Wärmegürtel? Willst du mal anfassen? Das riecht geil. Ja, okay. Bin so, hier. Wo ist er? Das ist nur mein Rücken. So. Hier, merkst du das? Ein bisschen höher? Ja. Ja. Es riecht warm. Das, that escalated quickly. Ja. Milch aus diesem Glas schmeckt irgendwie besonders gut. Ist kein Glas? Ja, es ist eine Tasse, aber es ist auch aus Glas, oder nicht? Hä? Frag mich doch nicht. Gibt es einen Unterschied zwischen Tasse und Glas? Natürlich. Gibt es einen Unterschied zwischen Tasse und Glas? Ja, wie wird denn Porzellan gemacht und wie wird denn Glas gemacht? Schauen wir mal jetzt den Unterschied zwischen Glas und Tasse. Woraus besteht Glas? Die Zutaten stimmen eigentlich auch heute noch. Glas besteht grob gesehen aus einem Gemisch von Quarz, Sand, Kalk, Calciumcarbonat, Soda und Pottasche. Ein Salz, das früher aus Asche gewonnen wurde. Dieses Gemisch schmilzt bei hohen Temperaturen zu Glas. Okay, und woraus besteht Porzellan? Oh, Porzellan wird mit zwei L geschrieben. Hartporzellan steht auf höheren Brennpunkten und ist gegen Temperaturschwankungen weitgehend unempfindlich. Es besteht mit 50% aus Kaolin, 25% aus Quarz, 25% Feldspat. Weichporzellan besteht da. Ja, es ist schon ähnlich. Es ist schon ähnlich, ne? Also es ist ein paar Zutaten auswechseln. Zack, hast du Glas. Paar Zutaten auswechseln, hast du. Dings, Porzellan. Habe ich da etwa Pottasche gehört? Let's go. Also einmal bitte runter. Junge, ich habe gerade schon fast mich wieder erschrocken, aber diesmal nicht. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Hurensohn. Hurensohn, Digga. Kleiner Hurensohn, Digga. Ich habe deine Mutter gekriegt. Ey, so ein Stück Scheiße, Junge. Ja, ich muss sagen, kein Konzept, dass da wieder der Klopfer drin war. Nice try an der Stelle. Wer sich da noch wirklich pausiert und sagt, oh, shit. What you gonna do when they come for you? Wir müssen jetzt echt mal in die Puschen kommen und mal punkten. Also, Spiel 4 jetzt bei uns. Hallo Regie, bitte schaltet weg von mir. Hallo Regie. Ihr seid ja da in der Halle, das ist doch super. Katze. Holger, wir hören dein Mikro. Kurz Bundesliga checken. Thank you for your subscription. Ich bin die Marcella. Welchen Kerl könntest du das jetzt auch machen? Bruder, die ist turbobraun, Alter, hä? Warum ist sie denn so... Die ist turbobraun? Wer ist das denn? Warum ist sie denn so gut gesäunt, Alter? Gesäunt. Sound, gesund. Kylo, unser neuer Streamer. Mit Käse auf den Tisch gestellt und hab gedacht, lass die Süße noch mal schlafen. Warum machst du das Video kleiner? Ich wollte das im Vollbild gucken. Eine Wildcard-Gewinnerin? Okay. Kannst du deinen Kopf... Turbobraun. Die ist turbobraun. Die ist gut gesäunt. Von der Tastatur nehmen. Bin mit dem Ding mal zum Angelcamp gefahren. Und bin auch mit dem Ding halt dann zurückgefahren, ist ja klar. Hallo. Platz. Als
Als wir wiedergekommen sind, hat sie immer noch gesprochen. Digga, also geht's noch oder was? Also Kaido, ich bin hier gerade an einer Geschichte erzählen. Kannst du mal vielleicht aus der Kamera weggehen oder was? Platz jetzt zurück zu dir, Junge. Platz wieder, du Fucker. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe nunmehr von Teammates. Also. Wow. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Eli. Eli. Clash of Clans? Clash of Clans? Ich glaube, es ist Clash Royale, oder? Weiter. Ach du Scheiße. Oder ist es richtig gewesen? Ich hab beide Spiele noch nie gespielt. Eine Motto d'Amerika? Was soll man da daraus denn machen? Okay. Ich weiß nicht, Moskito. Was ist denn das für ein Scheißtier? Moskito. Stopp. Einmal kurz Pause, weil das Gerät von Sydney ist aus dieser Befestigung rausgeflogen. So, komm. Zeig mir, was du kannst. Alter, Sid, die arbeiten da, das tut weh, die hat Aua gesagt. Mach doch auf dem, Alter. Ich hasse meinen Job. Oh nein. Oh mein Gott, stell dir mal vor, du arbeitest runter, dann springt jemand, du stößt so voll den Kopf dagegen. Wieder minus 30k. Heute praktische Fahrprüfung einfach verkackt, Digga. Also sei mir nicht sauer, Bruder. Also, ja, wie soll ich sagen? Also, Bruder, wer seine Fahrprüfung verkackt, der ist für mich... Also, Bruder, wie kann man das verkacken, Junge? Nicht verstanden! Könnt so austicken, Alter! Mach das Spiel gerade komplett, Bro. Die ganze Zeit irgendwas so Überholmanöver. Bro, wo denn? Ja. Oh nein. Viel Glück dabei auch bei ihrer Brand. Geht einfach mal her und kauft euch Nudes, okay? Ah! Ich brauche diese Webseite für einen Freund. Was ist für ein Schulprojekt? Denn das, Diggi? Wie gut bist du in Englisch, Miggy? The guy in the control room say us when we start. Okay, do you have a tip for us where we go? Like, can you say us right, left or forward? Mein Bruder, man kennt ihn. Jawohl, niedergestreckt, die Sau. Ihr fangt hier dann praktisch an, köpft. Mit einem Fußball? Köpft. Mit dem Fußball. Und dann macht die Robbe. Let's go. Leute, wann sehr lustige Videos heute.